Hallo, liebes Taz-Publikum, liebes Publikum der queeren Community, guten Abend. Es ist 19 Uhr in Berlin und in anderen Teilen West- und Mitteleuropas auch. Ich darf herzlich begrüßen zum 162. Taz-Talk. Hallo, liebes Taz-Publikum, und wir sprechen liebes heute Publikum über der queeren darüber, Community, wie quer guten Abend. War es und ist 19 Uhr in Berlin, realsozialistische und in anderen Teilen West- und Mitteleuropas. Ich habe hier zwei Experten als Gäste. Begrüßen. Das ist einmal Alexander Friedmann und das ist einmal der Journalist Norbert Mappes-Niedig. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich stelle euch gleich beide noch mal näher vor. Ich will erstmal noch mal sagen, dass Sie zu unserem Taz Queer Talk jede Frage stellen können. Das machen Sie am besten per Mail an taztalk@taz.de. Jede Frage wird weitergeleitet. Im Hintergrund sitzt übrigens wie immer unser technischer Dirigent Peter Ruhrmann und die Ombudsmenschin ist wie so oft meine Kollegin Luisa Faust. Das ganze Format vom Taz Talk wäre ganz und gar undenkbar ohne unsere freiwillige Bezahlschranke. Also das heißt, es gibt gar keine Schranke bei uns, bei unserem Journalismus. Zahlig und spenden Sie, Geiz finden wir drei. Wir haben uns vorher verständigt, ganz abscheulich. Also seien Sie gewogen, spenden Sie, so machen Sie unser demokratisches Gesprächsforum möglich. Und jetzt kommen wir zum Thema. Wir haben neulich im Kontext der Fußball-Europameisterschaft der Männer diesen großen Bohai um die Regenbogenfahne erlebt. Plötzlich waren überall Regenbögen zu sehen, auch am Münchner Olympiastadion, eines der Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft. Und der Kontrast war in Ungarn, in Budapest, auch in St. Petersburg, wo diese multikolorierte Flagge nicht erlaubt war. Diese multikolorierte Flagge steht allgemein für Queerness, also das, was man als schwul, lesbisch, bisexuell, transgender oder inter versteht. Und das ist hier offenbar eine große Abgrenzung. Also hier gab es eine Scheidelinie zwischen dem also nachkriegsklassischen Ost und dem nachkriegsklassischen Westeuropa. Und wir müssen das unbedingt klären und woran das liegt und was eigentlich genau die Gründe dafür sind. Und ich selber kann noch sagen, darüber können wir auch sprechen, dass ich von dieser seltsamen Teilung das erste Mal sinnlich, persönlich im Jahre 2000 beim Eurovision Song Contest, nein, falsch, 2009 war das, in Moskau mitbekommen habe. Also wo plötzlich in Moskau alles ganz schwierig war für die ganz offenbar queere Eurovisions-Crowd, die da vieltausendfach in die russische Hauptstadt angereist war. Norbert Mappes-Niedig ist vom Jahrgang 53. Er ist Balkankorrespondent für verschiedene Medien. Er hat ganz viele Bücher geschrieben. Er ist einer der klügsten auf diesem Themengebiet, den ich überhaupt kennen kann. Ganz besonders hat mir gefallen sein Buch, und so habe ich ihn überhaupt näher kennengelernt, neben seinen Zeitungstexten, Arme Roma, böse Zigeuner, was an den Vorurteilen über die Zuwanderer stimmt. Und aktuell hat er dieses Buch geschrieben, Europas geteilter Himmel. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich das mit meiner kleinen ironischen Sprechweise sagen darf, am Ende der Lektüre dieses Buches ist man auf jeden Fall nicht blöder, sondern im Gegenteil schlauer. Norbert, das ist eine große Ehre, dass du hier heute dabei bist. Und der andere Gast ist einer, der erst seit kurzem für die Taz schreibt. Das ist Alexander Friedmann. Aufgefallen ist er mir als einer, der plötzlich über die belarussische Bürgerrechtsaufstandsbewegung gegen Lukaschenka geschrieben hat, und zwar über homophobe Politik in Osteuropa. Das ist unter anderem dieser Titel hier. Er lebt in Düsseldorf, er war an der Uni Saarbrücken, er ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Er ist 1979 in Minsk geboren und kam, wie gesagt, vor 21 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland. Ich muss es vorlesen. Das ist nämlich wahnsinnig interessant. Er arbeitet aber inzwischen an der Humboldt-Uni in Berlin, und zwar am Center for Anthropological Research on Museums and Heritage und am Institute of European Ethnology.
Und da ist er betraut mit einem Projekt, was übersetzt ungefähr heißt, oder was ich erstmal auf Englisch vorlese, Post-Holocaust Urban Lacune in the Polish-Belorussian-Ukrainian Borderlands, über die Leerstellen metropoler urbaner Kerne in diesen drei Ländern durch den Holocaust. Herzlich willkommen auch an Alexander. Sehr gerne. Wir haben uns verständigt, dass wir per Du sind. Das ist ja eigentlich auch schon fast traditionell im Taz Talk. Und jetzt an beide erstmal die Frage, was ist da eigentlich in Osteuropa angelegentlich dieser seltsamen Aufrührerischkeiten mit der Regenbogenfahne passiert? Also wie muss man sich das hier in diesem seltsamen, saloppen, hedonistischen Berlin in der Bundesrepublik vorstellen? Also was hat sich da artikuliert? Einer von euch möge anfangen. Ich glaube, es ist ein altes Reizthema. Das heißt, kein ganz altes Reizthema, aber ein schon älteres Reizthema. Und es geht auch weniger in erster Linie um Homosexualität und um queere Sexualität, sondern ich glaube, was im Großen und Ganzen verhandelt wird, das ist tatsächlich das Ost-West-Verhältnis. Und es geht nicht darum, dass man halt zur Homosexualität unterschiedliche Sichtweise hat, sondern es ist eher umgekehrt. Wenn man so ein bisschen zurück in die Geschichte geht, muss man feststellen, also Homophobie ist jetzt nichts typisch Osteuropäisches, eher im Gegenteil. Also diese ganzen großen Skandale, die man da inszeniert hat, die fanden in Deutschland und in England statt. Und in Osteuropa war man vielleicht auch homophob. Du meinst so Skandale wie Oscar Wilde, Peter Wildblood, dann der Röhm in Deutschland, der Ollenburg, der Fürster und Kaiser-Wilhelms-Zeiten oder der Bundeswehrgeneral Kiesling. Ne? Das waren diese großen Sachen. Und im Osten ist das Thema eigentlich nie so richtig wichtig genommen worden. Und es gibt auch einzelne Länder, die kannten gar keinen, auch vor dem Kommunismus zum Beispiel, keinen Strafrechtsparagrafen. Ne? Polen. Ausgerechnet Polen, ja, hat das nicht gehabt. Polen wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg selbstständig und kannte einen solchen Paragraphen nicht. Oder ein Land wie Tschechien oder die Tschechoslowakei war sogar besonders offen, muss man sagen, auch im europäischen Maßstab. Ähnlich wie Frankreich oder Italien. Oder auch Ungarn. Das ist keine uralte Tradition. Aber es gab dann so vor ungefähr 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, eine regelrechte Bewegung. Und die hat tatsächlich was mit dem Ost-West-Verhältnis zu tun. Also es fing damit an, 2001 ist in den Niederlanden die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt worden. Und da gab es eine Demonstration in Posen, in Polen, vor dem niederländischen Konsulat. Da haben sich natürlich alle gefragt, was interessiert die das, was in den Niederlanden, wer da heiraten darf. Ja? Und ich glaube, da ging es tatsächlich schon um Ost und West. Man hatte damals so die Formel, wir kehren nach Europa zurück. Und die Vorstellung von Europa war immer eine statische. Das war so ein bisschen das Kohl-Europa, ja? Eine konservative Vorstellung, die man da hatte. Und dann musste man aufholen, musste man ganz viel lernen. Um also ein Europa der Vaterländer, also das heißt, wo nicht... Auch das, ja. Ja. Aber auch natürlich ein klassisches Europa, das nicht ständig wie der Osten mit irgendwelchen Neuerungen genervt wurde, sondern es entwickelte sich alles natürlich und organisch. Das war so ein bisschen die Vorstellung von Westeuropa, die man hatte. Und dann hat man aufgeholt, lernen musste man immer und so weiter. Und dann war man schließlich so weit und viele Länder wurden dann ja in die EU aufgenommen, 2004. Und da hat man gedacht, so, jetzt sind wir auf gleich. Und dann stellte man fest, dieser Westen, der entwickelt sich ja. Ja? Da kommen ja völlig neue Ideen wieder auf. Und jetzt kommt schon wieder eine Entwicklung, die uns zugemutet wird auf dem Osten, aus dem Westen. Und das hat man nicht gewollt. Das war, glaube ich, dieser Anstoß für diese Welle der Bewegung. Und im zweiten Punkt, den man vielleicht noch dazu nennen sollte, zu kommunistischer Zeit hatte es als liberal gegolten, wenn die Partei oder die Regierung die Familie und Sexualität ausklammerte, damit nichts zu tun hatte. Das fand man gut. Ja? Also auch gerade die Reformer in Osteuropa, Gorbatschow zum Beispiel, ne, der hat gesagt,
Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Frauen endlich wieder ihrer natürlichen Bestimmung entsprechen können, nachgehen können. Ja, also das galt als fortschrittlich. Also das waren gemäßigte Kommunisten. Ja. Und jetzt war es im Westen genau andersrum. Ja. Gerade solche intimen Themen wie Sexualität und Familie, da bewies sich der Liberalismus. Und man dachte halt, das ist mein privater Kreis. Das geht den Staat nichts an. Und man fühlte sich regelrecht ja, von Übergriffen erfasst, wenn der Staat sich da zum Thema Sexualität äußerte und da an unseren natürlichen Bedingungen in der Familie was änderte. Und was dem Ganzen so einen Kick gegeben hat, glaube ich, das war so eine psychologische Ebene. Also man muss ja immer nachholen, aufholen, lernen und so weiter. Und die sind noch nicht so weit und die müssen ihre Hausaufgaben machen und so weiter. Ja, der Westen war praktisch das Zwangsvorbild. Und ich glaube, das ist für jede patriarchalische Gesellschaft eine enorme Kränkung, wenn die über Jahre oder Jahrzehnte einem ständigen Mansplaining ausgesetzt ist. Ja? Also einem politischen Mansplaining. Ja, genau. Das möchte man nicht haben. Ja? Man hat da diese, der Westen inszeniert sich als der gebende Teil, ja, oder als der männliche. Der östliche wird damit imaginiert als der weibliche, empfangende Teil. Ne? Und das mag man nicht. Und jetzt hat mir mal der Berliner Sexualwissenschaftler Martin Dannecker erklärt, das ist auch tatsächlich so ein Urgrund für Homophobie. Die Schwulen, die unterwerfen sich, die lassen es mit sich machen. Ja? Und das ist eine symbolische Ebene, die ja da sehr viel ausgelöst hat. Das funktioniert gut. Inzwischen ist das, glaube ich, ein richtiger ideologischer Cluster geworden. Ne? Da gilt Europafeindlichkeit, Nationalismus, Hass auf Roma, ja? Homophobie, das gehört alles zusammen. Antisemitismus. Antisemitismus, richtig, ja. Alexander, du hast besonders die Situation in Belarus, aber natürlich auch sowieso in der post-sowjetischen Sphäre im Blick. Wie ist das da in dieser Hinsicht? Also zunächst würde ich vielleicht auf das Thema Budapest und St. Petersburg eingehen. Du hast das angesprochen. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen dem ungarischen Ansatz und dem russischen Ansatz. Aber es gibt auch viele Unterschiede. Zum Beispiel, wie Norbert schon gesagt hat, also bei Ungarn gibt es diese lange Tradition der Homophobie nicht. Was etwa Russland bzw. die Sowjetunion angeht, dann ist es schon eine Tradition der militanten Homophobie, die bis heute in vielen Hinsichten erhalten bleibt. Zweitens, die Stimmung der Bevölkerung. Ich habe mir vor der Sendung extra die neuesten Studien angeguckt, die Akzeptanz der Homosexualität. Also in Ungarn liegt die Akzeptanz fast bei der Hälfte der Bevölkerung, also ich glaube 47-49% der Bevölkerung. Und bei jüngeren Menschen sind die Ergebnisse, glaube ich, nicht wesentlich anders als beispielsweise in Deutschland, in Italien oder in Frankreich. In Russland ist es schon ganz anders. Also da liegt die Akzeptanz bei knapp 15% und bei jungen Menschen eher so bei 25%. Das heißt, die Homophobie, der Schwulenhass ist in Russland wesentlich stärker ausgeprägt als beispielsweise in Ungarn. Das heißt, die Bedeutung dieses Themenkomplexes Homosexualität ist eine ganz andere. Und nun kommt eine große Gemeinsamkeit, die Politisierung dieses Themas und eine gezielte Instrumentalisierung. Das tut Orban in Ungarn. Ihm geht es darum, mit diesem Thema zu punkten, weitere Stimmen zu gewinnen. Und in Russland, das ist ohnehin eine lange Tradition. Man geht von einer schwulenfeindlichen Bevölkerung aus und so versucht die russische Regierung seit Jahren, dieses Thema zu instrumentalisieren. Was vielleicht abschließend zu diesem Themenkomplex Ungarn-Russland mir wichtig erscheint, also dieses neue ungarische Gesetz, das ist gewissermaßen ein Transfer der Homophobie. Also diese aggressive
feindliche Homophobie aus Russland kommt inzwischen auch nach Europa, in die Europäische Union und wird von der ungarischen Seite adoptiert. Also dieses ungarische Gesetz, er wird in Russland oder in Belarus, du hast auch Belarus angesprochen, das Gesetz wird da frenetisch gelobt, nach dem Motto, das ist Erwachung. Nun hat man sogar in der EU verstanden, dass man etwas gegen diese sogenannte homosexuellen Propaganda, wie man das in Russland sagt, dass man dagegen etwas unternehmen sollte. Also was mir wichtig also erscheint, wir müssen, wenn wir unsere Diskussion führen über die Schwulenfeindlichkeit in Osteuropa, dann soll man doch klar differenzieren zwischen den ehemaligen Ostblockstaaten, wie etwa Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei und mit den postsowjetischen Staaten. Weil die Tendenz ist im Grunde genommen so, je weiter in die östliche Richtung, desto homophober. Das ist im Grunde genommen gewissermaßen eine Ironie der Geschichte oder keine Ironie vielleicht, dass diese sogenannten LGBT-freien Zonen in Polen, also diese abstruse Erscheinung, wo lässt sich das in Polen beobachtet? Vor allem im östlichen und im südöstlichen Teil des Landes. Und gerade die Gebiete an der Grenze mit Belarus, die scheinen besonders schwulenfeindlich ausgeprägt zu sein. Warum? Die ganz konservative Ecke. Das ist eine ganz konservative Ecke. Dazu kommen also, das sind Gebiete, in denen vor allem Verlierer, sage ich mal so pauschal, etwas pauschal, Verlierer und Verliererinnen der Transformation leben. Da geht es Menschen wirtschaftlich deutlich schlechter. Da gibt es etliche junge Menschen, die diese Gebiete verlassen. Man fühlt sich da vernachlässigt. Man kommt mit der Transformation nicht so gut klar. Man fühlt sich als Verlierer. Und unter solchen Umständen neigt man sozusagen, die zu suchen, die dafür verantwortlich sind. Oder die neue Werte und Traditionen aufzwingen. Und da ist es auch eine sehr stark katholisch geprägte Gebiete sind, dann kommen dann letztendlich solche Sachen wie Homophobie. Das kommt auch. Ne? Ja. Alexander, du hast vorhin so ein bisschen über die Grundierung gesprochen. Also in den weiter östlich liegenden Ländern hat diese Homophobie vielleicht noch einen älteren und festeren, tieferen Hintergrund. Aber wenn man sich so die Entwicklungen anguckt, glaube ich, wie sich die Haltung zur Homosexualität verändert hat, dann kommt man doch wieder auf diese letzten 20 Jahre, auf diese Bewegung. Ja. Ja, also da, wo man ein negatives Westbild hat, da wird man homophob. Ja? Und wo das Westbild mehr oder weniger ungetrübt ist oder positiv ist, da verbessert sich sogar die Einstellung zur Homosexualität. Also zum Beispiel in Rumänien ist es nach wie vor so, auch in der Ukraine und in Georgien. Ja, Georgien, ein Land, das wirklich sehr, sehr patriarchalisch ist von seiner ganzen Grundausstattung her. Und christlich, aber dabei gerade, also was bei Georgien, gerade letzte Woche haben wir allerdings so einen heftigen, oder war das schon vorletzte Woche, einen Rückschlag erlebt. Es war eben eine Gay Pride-Veranstaltung in Tbilisi, beziehungsweise ich glaube, das war der erste Versuch. Und dann ist es zu Tumulten gekommen und etliche Menschen wurden geschlagen. Und später ist sogar ein Reporter, beziehungsweise kein Reporter, ein Kameramann ist gestorben. Wobei man bis heute ist es nicht ganz aufgeklärt, ob das vielleicht ein Suizid war oder vielleicht eine Drogengeschichte, aber das ist auch letztendlich, ja, die Ermittlungen, glaube ich, gehen weiter. Aber ich bin mit dir einverstanden, wenn man diese Länder so anguckt, oder auch, also ich würde auch Moldawien zum Beispiel nehmen, Moldawien, Georgien, Ukraine, auch letztendlich baltische Staaten auf jeden Fall, da ist die Situation doch wesentlich, wesentlich besser als beispielsweise in Russland oder in Belarus. Woher kommt das? Sprecht ihr, also das deckt sich ja auch mit meinen Beobachtungen, aber zwangsläufig überwiegend von außen, aber gilt das insgesamt, diese geringe Gleichgültigkeitsrate in Sachen Homosexualität in Russland, gilt das für alle Russen und Russinnen oder
Ist das in Polen mit den LGBT-freien Zonen, ist das überall populär? Oder in Georgien, ist das wirklich nicht womöglich auch ein Problem der Regierung und der Polizeibehörden, die sich nicht trauen, dem Mob etwas entgegenzusetzen, wenigstens im Sinne rechtsstaatlicher Gewaltenteilung? Also ich würde sagen, man muss sicherlich auch in der Gesellschaft differenzieren. Also der Schwulenhass in der russischen Provinz ist eine Sache, ist wirklich tief verwurzelt. Und da würden wahrscheinlich die wenigsten Homosexuellen es wagen, einen Coming-out zu riskieren. Das ist tatsächlich, das kann durchaus gefährlich sein, sogar lebensgefährlich sein. Aber gleichzeitig, trotz dieser ganzen homophoben Propaganda, trotz dieser Gesetze, haben wir weiterhin ziemlich aktive schwulen Communities in russischen Metropolen. Beispielsweise in St. Petersburg oder in Moskau. Das heißt, diese Tendenz ist auch letztendlich vorhanden. Aber was die Regierungen beispielsweise angeht, also du hast den Fall Tbilisi jetzt angesprochen, ja, ich vermisse tatsächlich von der Regierungsseite, das betrifft sowohl die Regierung in Tbilisi als auch die Regierung in Kiew, da ist die Bereitschaft kaum vorhanden, die Partei zu ergreifen. Man geht davon aus, dass die homophoben Tendenzen in der Bevölkerung sehr stark ausgeprägt sind und man hat einfach Angst, als eine Regierung wahrgenommen zu werden, die auf der Seite der Schwulen steht und die schwule Sache sozusagen unterstützt. Das heißt, das scheint mir allerdings nicht nur so ein ukrainisches oder ein georgisches Problem. Wahrscheinlich auf dem Balkan ist es nicht anders, vielleicht noch stärker in manchen Hinsichten. Albanien zum Beispiel nimmt da eigentlich eine eher positive Entwicklung. In den letzten Jahren hat es das erste, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, also 2-3 Jahre her, hat es das erste öffentliche Coming-out eines Schwulen gegeben. Und das war eine Riesensache, ja, die in jeder Familie diskutiert wurde. Und das war praktisch eine große Initialzündung für eine gesellschaftliche Debatte. Und die Folge ist eigentlich nicht Hass, sondern die Folge ist eher, dass ein neues Thema gesetzt wird und dass man da viel darüber redet. Und ja, auf der anderen Seite, in Split, eine kroatische Hafenstadt, die wirklich sich auf ihre Weltoffenheit, wie das für Hafenstädte typisch ist, immer sehr viel zugute gehalten hat. Da gab es vor Jahren die erste Gay Pride Parade. Da haben sind ganze Familien gekommen und haben Steine auf die Leute geschmissen. Und das war also unglaublich, was da auf einmal für ein Hass da war. Das hat man überhaupt nicht geahnt und das war was Neues. Es gibt eine Untersuchung zum Beispiel aus Jugoslawien. Es gab in Jugoslawien ursprünglich auch einen Strafrechtsparagrafen, der dann abgeschafft wurde, eher abgeschafft wurde als in Deutschland. Und selbst als dieser Paragraf noch bestand, gab es wesentlich weniger Verurteilungen verglichen jetzt mal mit der Bevölkerungszahl als zum Beispiel in Deutschland. Und es hat auch sicher Zeiten gegeben, das gibt's, steht auch in der Untersuchung, da gab es für zwei Männer in Warschau oder in Prag leichter ein Hotelzimmer als für zwei Männer, sagen wir mal, in Lyon oder in Düsseldorf. Also das sind Entwicklungen, glaube ich. Und dahinter steckt tatsächlich eine bestimmte politische Stimmung. Die Homosexualität ist oft ein Proxy sozusagen. Ja, man hat tatsächlich eine feste Stimmung und Homosexualität oder gerade gleichgeschlechtliche Ehe ist ein prima Thema, um sich Identität zu verschaffen. In einem solchen Konflikt, in einer solchen Gesellschaft, wo sich alle Identitäten ständig auflösen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Motiv für diese Entwicklung. Aber was den Urgrund angeht, also wie homophob die Gesellschaften früher mal waren, vor 100 Jahren, das ist viel schwerer zu sagen. Ja? Also da muss man vielleicht auch den Begriff homophob mal ein bisschen hinterfragen. Ja? Also es gibt zum Beispiel dieser Gedanke an, dass man
dadurch, dass man Sex mit einem Mann hat, als Mann sich eine Identität zulegt. Ist ja nicht neu. Selbstverständlich. Nein, das ist ganz, genau. Das ist relativ neu. Das ist etwas Neues. Man konnte ja auch sagen, gut, der hat das gemacht. Ja, das ist vielleicht verboten. Aber er wird ja dadurch nicht zu einem Schwulen. Er wird ja nicht dadurch, bekommt nicht unbedingt ein Etikett aufgeklebt. Er hat nur etwas Verbotenes getan. So war es bei uns auch, im 18. Jahrhundert oder so noch. Und das war, glaube ich, gerade in den Ländern, die wir jetzt als homophob wahrnehmen, länger so. Ja, der Gedanke, jemand, der Sex mit einem Mann hat, der ist anders, der ist schwul, der ist tatsächlich eher westlich. Ja. Das hat sich in Deutschland oder in England sehr stark herausgebildet. Es gibt zum Beispiel diese Sitte in der orthodoxen Kirche. Ich weiß nicht, wie weit das noch verbreitet ist. Vielleicht weißt du das besser, Alexander. Es gibt diese Sitte, man kann zwei Männer zu Brüdern weihen und zwei Frauen zu Schwestern. Und das war ja doch irgendwas, was ja, hinter dem sich gleichgeschlechtliche Neigungen verborgen haben. Man hat es nicht ausgesprochen, man hatte auch nicht den Begriff dafür, man hatte nicht das Wort dafür, aber es fand statt. Ja. Und wenn man dann ankam mit einer schwulen Identität, dann rührte sich Homophobie, glaube ich, erst dann. Alexander, wie ist das in der belarussischen Bürgerrechtsbewegung der letzten anderthalb Jahre gewesen? Also hat man da Regenbogenfahnen bei den Demonstrationen in Minsk sehen können? Also haben sich da queere Leute in den großen Protesten gegen das Lukaschenka-Regime zeigen können? Und wie ist die Resonanz innerhalb der oppositionellen Szene gewesen? Es gab tatsächlich solche Leute, also queere Leute, die mitgemacht haben, auch manche sogar mit Regenbogenfahnen. Und das wurde ziemlich kontrovers wahrgenommen, weil die Bewegung gegen Lukaschenka ist äußerst heterogen. Da sind auch weltoffene, liberal eingestellte Menschen. Aber es gibt auch erzkonservative Menschen und es gibt auch offene Schwulenhasser, die gesagt haben, nein, das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir liefern eine Vorlage dem Lukaschenka-Regime, dass das Regime einfach dann erklären kann, das sind die Schwulen, die da marschieren für eine schwule Sache. Und das Regime betreibt ohnehin eine homophobe Propaganda. Es wird etwa behauptet, dass die demokratische Bewegung als erste die Homo-Ehe in Belarus anführen würde. Also das war eine ganz kontroverse Diskussion und man muss auch ganz offen sagen, in Belarus homophobe Tendenzen sind auf der Regierungsseite zu finden und zwar offen homophob und radikal homophob. Also für mich ist Lukaschenka mit Abstand der radikalste Schwulenhasser unter den Regierungs- und Staatschefs in Europa. Also und gehört zu den schwulenfeindlichsten Staatschefs weltweit auf einer Seite. Auf der anderen Seite, auch auf der Seite seiner Gegner und Gegnerinnen gibt es Menschen, die schwulenfeindlich eingestellt sind. Vielleicht habe ich in diesem Zusammenhang eine private Geschichte, das, was ich selber im Grunde genommen erlebt habe, um diesen Umgang mit dem Thema Homosexualität zu verdeutlichen. Also nach dem Beginn der Proteste schreibe ich ziemlich viel zum Thema Belarus, sowohl in Deutschland als auch für die belarussische Presse. Und mein Spezialgebiet, da ich unter anderem Propagandaforscher bin, ist die belarussische Propaganda. Und ich habe in vielen Publikationen Propaganda analysiert, das Thema Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Germanophobie, also Deutschlandhass und so weiter und auch das Thema Homophobie. Und ich habe viele Sachen darüber geschrieben und dann habe ich irgendwann einen Text für Radio Liberty verfasst und da ging es um den Schwulenhass. Also im Grunde genommen ganz klar geschrieben, dass viele Propagandisten glühende Schwulenhasser sind. Und was halt interessant ist, als ich meine Texte bisher geschrieben habe, wurde ich überhaupt nicht wahrgenommen. Die haben auf mich überhaupt nicht reagiert. Dann kam das Thema Homosexualität und
sofort, zwei Tage später, in der Zeitung des Präsidialamtes der ganze Artikel über mich. Also mit verschiedenen kruden Vorwürfen, Anschuldigungen und Anspielungen. Zunächst, also die der Schwulenhass wurde überhaupt nicht geleugnet. Nach dem Motto, wir hassen die Schwule und es ist gut so. Wir sind stolz darauf, Schwule zu hassen. Was haben Sie dir vorgeworfen? Also die haben mir vorgeworfen, dass ich, also im Grunde genommen, der Punkt war, ich habe denen dann Schwulenhass vorgeworfen und die Antwort war, es ist doch vollkommen normal, ein Schwulenhasser zu sein. Und wenn er solche Vorwürfe gegen uns erhebt, dann soll er selber ein Schwulenhasser, nicht ein Schwulenhasser, ein Schwuler sein, ein Homosexueller. Und da wird auch ein ganz archaischer Begriff oft verwendet, ein Sodomit. Also so in die Richtung. Das heißt, für die war es selbstverständlich, wenn ich über dieses Thema schreibe, wenn ich den Schwulenhass thematisiere, dann muss bei mir ein persönliches Interesse vorhanden sein. Ich soll dann eben homosexuell sein. Und die meinen, dass wenn sie mich in dieser Richtung beleidigen, als schwul bezeichnen oder als Sodomit bezeichnen und so weiter, dass mich das besonders schmerzhaft treffen würde. Das war für mich, also da ist es mir ganz klar geworden, wie archaisch und rückständig diese Propaganda ist. Also, was kann man da noch sagen? Glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, das die Stimmung veranschaulicht. Norbert, Alexander hat das Wort archaisch sehr schön jetzt in unsere Runde geworfen. Als ich 2008 in Belgrad war, Serbien war veranstaltet des Eurovision Song Contest. Das war eine sehr zwiespältige Angelegenheit, dass die offenkundige lesbische Roma irgendwie sonst wie ethno-gemischte Maria Šerifović gewann, das war denn die Verpflichtung von Belgrad. Und davon abgesehen, dass ich mit dem NDR-Moderator Jared Dibaba, das ist ein schwarzer Moderator, der Plattdeutsch spricht, in Delmenhorst aufgewachsen ist, ging ich durch Belgrad und er wurde angeguckt, als ob ich ein Alien irgendwie aus einer fernen Galaxie, also das hatte auch was Kurioses. Aber da hätte ich auch gesagt, dass Homophobie ist hier wahnsinnig archaisch und quasi eine rassistische Feindlichkeit gegenüber dunkelhäutigen Leuten auch. Aber zugleich hat Serbien inzwischen, soweit ich hörte, eine lesbische Ministerpräsidentin. Also das heißt, offenbar können Grenzen auch aufweichen. Ja, aber bestimmte Grenzen. Nicht alle Grenzen. Also einen schwulen Ministerpräsidenten hätte Serbien, glaube ich, nicht. Aber Ana Brnabic ist homosexuell, offen homosexuell. Maria Šerifović war es nicht ganz offen, aber sie hat mit ihrer ganzen Symbolik diese Vorstellung evoziert. Aber ich glaube, gegenüber Lesben herrscht tatsächlich ein anderes Verhältnis als gegenüber männlichen Schwulen. Zum Beispiel diese ganze symbolische Ebene, mit dem wir machen uns zur Frau, ja, also wir unterwerfen uns, wir lassen es mit uns machen, die fällt da weg. Ja. Im Gegenteil, ja, die Frau, die lesbische Frau mit kurzen Haaren, die ist ja gerade aktiv, ja. Die gehört ja gerade auf die widerständige Seite. Das ist erlaubt, das geht. Ja, ich glaube, es geht in erster Linie tatsächlich da um Konzepte von Männlichkeit und nicht um Konzepte von Weiblichkeit. Und auch da ist dann Homosexualität wieder so ein bisschen Proxy. Ja, es ist nicht eigentlich die Gleichgeschlechtlichkeit, die das Problem ist, sondern die Entmännlichung. Aber wir haben beispielsweise auch ein männliches Beispiel aus Lettland mit dem lettischen Außenminister Edgars Renkevičs. Und dieses Beispiel finde ich auch ziemlich spannend. Einerseits, er ist in einer Koalitionsregierung mit
durchaus rechten Parteien oder rechtskonservativen Parteien, die nicht unbedingt schwulenfreundlich eingestellt sind. Also sein Coming-out war öffentlich und er kämpft ganz offen für die gleichgeschlechtliche, für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Lettland und wird in anderen postsowjetischen Staaten, etwa in Russland oder in Belarus, da er auch eine ziemlich heftige Anti-Putin-Politik betreibt, dann wird er bewusst angegriffen und als Homosexuelle und so als richtige Europäer in Anführungsstrichen dargestellt. Und warum habe ich dieses Beispiel überhaupt erwähnt mit Lettland? Auf einer Seite gibt es in Lettland keine gleichgeschlechtliche Ehe. Es gibt zwar Antidiskriminierungsgesetze, aber keine gleichgeschlechtliche Ehe. Die homophobe Stimmung ist vorhanden, ist vielleicht nicht so stark wie in Litauen, geschweige denn in Belarus oder in Russland, aber diese Stimmung ist vorhanden und trotzdem haben die seit Jahren einen Außenminister, der offen homosexuell ist, der das Land nach außen repräsentiert und seine Homosexualität scheint wohl in Lettland niemanden Besonderes zu stören. Ja, das finde ich erstaunlich, weil das finde ich eine wahnsinnig erfreuliche Entwicklung, aber da kann ich mich erinnern, dass in den frühen Nullerjahren um die NGO namens Mosaik in Lettland wahnsinnig viele, also aus, man könnte sagen, Nachfahren von ausgewanderten Letten, die nach den stalinistischen Deportationen oder aus Angst vor ihnen nach Kanada, Australien, UK in die USA auswanderten, die kamen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Lettland zurück. Und aus diesem Mosaikkreis wurde die erste CSD kreiert. Das war 2004, glaube ich, in Riga. Und es war eine wahnsinnig aggressive Stimmung, also an der sich im Übrigen auch die lutherische Kirche extrem beteiligte. Und ich will ja darauf hinaus, ist an der Imagination, an der ideologischen Imagination, dass da was Europäisches stattfindet und dass es jetzt so über den Balkan kommt, über die osteuropäischen Länder, womöglich irgendwann mal nach Belarus, ist da nicht sozusagen an der Imagination was dran? Europa ist wirklich eine Furcht und eine Verheißung in einem, dass sich da die Lebensverhältnisse ändern, dass plötzlich so die alte patriarchale Ordnung in Erschütterung ist. Also dass da jetzt schon die Leute spüren, es ändert sich sowieso alles und das auch. Also die Stimmung, die machen vor gar nichts Halt. Ja. Ja. Die Kommunisten, die haben noch irgendwo Halt gemacht. Die haben dann noch irgendwo gesagt, gut, okay, ja, macht ihr zu Hause, was ihr wollt. Ja. Also ob eine Frau soll eine Stelle auch als Managerin haben, aber zu Hause darf die dann ihrem Mann die Spiegeleier braten, ja, und die Socken ausziehen und so weiter. Ja, das interessiert uns nicht. Das ist eure Sache. Ja, das haben die Leute viel großen Wert drauf gelegt. Man wusste, man wird ständig sowieso belästigt mit irgendwelchen neuen Ideen, Neuerungen und so weiter. Und da ist dann Schluss. Aber dieser Westen, der macht vor nichts Halt. Ja, die dringen in unsere natürlichen Verhältnisse, in unsere Familien ein. Und man muss wissen, Familie hat in Osteuropa natürlich jetzt nicht unbedingt traditionell, ja, aber seit 1990 nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Als die sozialen Sicherungssysteme alle zusammengebrochen sind, da war die Familie sozusagen der letzte Rettungsanker für ganz viele Leute. Das ist eine Erfahrung einer Generation. Und diese Familie ist ein Heiligtum, da darf man nicht ran. Wir haben das ja auch im Westen. Ja, im Westen ist ja auch immer Homosexualität eine Bedrohung für die Familie. Es gab es ja auch in Frankreich. Ja, es gab große Demonstrationen, diese Manif pour tous mit 500.000 Leuten. Ja, und die haben natürlich auch immer mit Familie argumentiert. Und wenn man weiß, Familie wird aus bestimmten Gründen in anderen Ländern noch viel ernster genommen, dann versteht man auch, glaube ich, ein bisschen mehr über diese Art der Homophobie. Uns ist die ja nicht fremd. Ja, bitte.
Also ich wollte einfach ergänzen, dass diese Vorstellung von Homosexuellen, die traditionelle Familienstrukturen bedrohen bzw. diese Familienstrukturen zerstören, ist diese Vorstellung tatsächlich ist ausgeprägt, ist vorhanden. Und etwa im belarussischen Fall und auch im russischen Fall versucht die staatliche Propaganda, das aufzugreifen mit diesem Feindbild vom Gay-Europa oder von Homosexuellen, die angeblich im Westen regieren, den Westen beeinflussen. Also man versucht, das zu indoktrinieren. Aber so wie ich das etwa beobachte, gerade im belarussischen Fall, scheint diese Propaganda erstaunlicherweise und gleichzeitig erfreulicherweise bei jungen Menschen nicht mehr anzukommen. Also die wird abgelehnt und das ist eine äußerst positive Entwicklung. Weil es vielleicht auch eine spezifische Erfahrung einer Generation ist, genau, die die jungen Leute halt nicht mehr gemacht haben. Ja. Ist das nicht auch jetzt eine Erfahrung oder eine Spiegelung, dass so viele gut ausgebildete junge Leute die osteuropäischen Länder verlassen? Also auch aus ökonomischen Gründen hauptsächlich, richtige Jobs mit ihrem Qualifikationsniveau oft in, was weiß ich, Rumänien, Belarus, Russland, weiß ich nicht genau. Aber dass es die nicht gibt und dass es viel lukrativer ist im Westen, aber eben auch lebenswerter. Das ist natürlich auch eine Kränkung für die Daheimgebliebenen, ja, wenn alle weggehen. Ja, wenn unsere Kinder weggehen, das ist auch familienzerstörerisch. Ja? Wenn die sich in irgendwelchen Szenen bewegen, ja, anstatt zu Hause zu sein und ihre Eltern zu pflegen, natürlich. Ganz richtig, das kommt genau, glaube ich, auf dieses Gefühl. Alexander, ist das in den postsowjetischen Ländern auch so, dass viele quasi junge Leute gut ausgebildet, Belarus hat eine, man könnte fast inzwischen sagen, weltberühmte IT-Szene, also gerade durch junge Leute, dass das auch also eine Bedrohung darstellt, dass sie womöglich auswandern könnten? Also ich würde sagen, dieser Prozess der Auswanderung ist schon begonnen. Weil ab August oder gerade ab Herbst verlassen vermehrt Menschen Belarus. Und gerade da sind junge, weltoffene, aktive Menschen, die das Land verlassen. Also das Regime freut sich darüber nach dem Motto, das soll die Herrschaft von Lukaschenko stabilisieren. Aber das ist ein unheimlicher Verlust für dieses Land. Und gerade die Menschen mit solchen ausländischen Erfahrungen, die haben auch die Protestbewegung in Belarus erstaunlich stark geprägt. Zum Beispiel Maria Kolesnikova, also die in Stuttgart studiert hat und die lange Zeit in Deutschland als Kulturmanagerin gearbeitet hat und dann nach Belarus zurückkam, um an der politischen Bewegung des Präsidentschaftskandidaten Viktor Babaryka mitzumachen. Und dabei, sie hat eine Biografie, die konservativen Grundvorstellungen der belarussischen Gesellschaft grundsätzlich widerspricht. Also sie ist offiziell, sie ist alleinstehend. Es ist weder über einen Mann noch über eine Frau an ihrer Seite was bekannt. Sie ist Ende 30. Sie hat keine Kinder, sie hat eine Karriere gemacht, sie ist zielbewusst, sie ist sehr stark europäisch, sie kann Fremdsprachen, sie kann sehr gut Deutsch, sie kann Englisch und so weiter. Das heißt, sie ist europäisch, sie ist eine Europäerin und man hätte sagen können, ein Fremdkörper in Belarus. Und was passiert? Sie kommt zurück und sie wird zu einer Heldin dieser Revolution. Was macht die Propaganda? Man stilisiert sie zu einer Deutschen. Danach stilisiert man sie zu einer deutschen Lesbe. Also diese ihre vermeintliche Homosexualität, man weiß das nicht, ob sie homosexuell ist oder nicht. Sie hat nie darüber gesprochen. Aber sie wird in der Propaganda zu einer deutschen Lesbe stilisiert. Und was bringt das der Propaganda? Also gar nichts. Sie gilt bis heute als Heldin dieser Revolution und sie wird von Menschen verehrt. Und ob sie homosexuell ist oder nicht, hat sie Kinder oder nicht, das spielt wohl für die meisten Menschen gar keine Rolle. Und das finde ich bemerkenswert.
Gibt es, also jetzt mal aus der Logik der Regime-Leute, gibt es da irgendwie halbwegs kluge Leute um Lukaschenka rum oder sagen wir um Orban oder nennen wir noch einen Polen, die da sagen, wir können uns das nicht erlauben, so auf die homophobe Tonne zu hauen, weil das kostet uns den besten Nachwuchs. Wir müssen hier selber uns in der homophoben Artikulation zurückdimmen, damit wir hier ein liberaleres Klima oder gibt es so dieses, eine Vernunft in der, im Totalitären gibt es gar nicht. Also ich würde vielleicht sagen, da muss man wiederum differenzieren zwischen vielleicht zwischen Orban oder zwischen der polnischen Führung und zwischen Lukaschenka. Also wenn man bei Lukaschenka nach Vernunft sucht, das ist Fehlanzeige. Also da spielt Vernunft oder Zukunft gar keine Rolle mehr. Da geht es nur darum, irgendwie die eigene Herrschaft zu sichern. Und deshalb kommen diese offen homophoben Sprüche und alles Mögliche. Also da wird überhaupt nicht mehr über Anstand und andere Sachen nachgedacht. Also in Polen und in Ungarn geht man damit deutlich vorsichtiger um. Nehmen wir Orban. Also auf einer Seite gibt es inzwischen dieses Gesetz, aber wenn man Orban mit der Frage konfrontieren würde, Herr Orban, sind Sie homophob? Dann wird er vehement protestieren und sagen, ja, selbstverständlich, nie um Leben. Wir sind weltoffen, wir sind ein weltoffenes Land, aber das ist eine bestimmte Grenze. Hier geht es um meine Kinder. Herr Kaczynski wird wahrscheinlich etwas weitergehen und vielleicht sogar seinen schwulen Hass zugeben, aber Orban versucht sozusagen, wie soll ich das sagen, er versucht auf einer Seite, sich als demokratisch und zum Teil wenigstens weltoffen präsentieren. Auf der anderen Seite betreibt er ganz klare populistische und nationalistische Agenda. Bei diesem Gesetz, da bin ich mir sicher, also diese ganze Sache mit Homosexuellen, das interessiert ihn am wenigsten. Er geht einfach davon aus, dass es in Ungarn Menschen gibt, für die dieses Thema eine gewisse Rolle spielt, für manche sogar eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und meine Lage ist momentan nicht so gut. Meine Umfragewerte sind ja nicht so toll. Ich will weitere Stimmen bekommen. Und da ist Orban alles anderes als zimperlich. Dann machen wir halt mit diesem Gesetz und versuchen, vielleicht bringt das tatsächlich was. Ich würde sogar sagen, ja. Orban ist gar nicht homophob. Ja, also der hat eigentlich eine liberale Sozialisation. Ja, der kommt aus einer Szene, die sich in den 80er Jahren für westliche Werte stark gemacht hat. Er kommt doch auch über Soros. Ja, über Soros natürlich. Ja. Ja. Und das war seine Szene. Ja. Und so war Fidesz, seine Partei. Ich will das gar nicht bagatellisieren, aber ist es nicht auch so, gegen die Fidesz, also die Orban-Partei, gab es ja im Grunde genommen und gibt es so ein Bündnis aus den liberalen sozialdemokratischen Oppositionen und den früheren rechtsextremen Jobbik, die hat er jetzt auseinandergetrieben. Ja, natürlich, genau. Das ist ja ein ideales Thema dafür. Es bilden sich bei diesen autoritären Figuren in Belarus, du hast es gerade geschildert, aber auch in Ungarn immer sehr, sehr heterogene Koalitionen gegen sie. Ja. Alle Feinde vereinigen sich, finden aber keine gemeinsame politische oder ideologische Basis. Ne? Also das geht nicht darüber hinaus, als dass man diese Figur gerne loswerden möchte. Und sie haben auch eine gewisse Chance, ja, weil sie selber ja stark polarisieren in ihrer ganzen Erscheinung, im ganzen Auftreten. Und alle politischen Fragen, die man sowieso noch eigentlich diskutieren müsste, die stehen dahinter zurück. Das heißt, irgendwann fragen sich die Leute, bist du für Orban oder gegen Orban? Und das ist natürlich eine tolle Situation. In dem Moment fängt er an, diese Koalition sehr gezielt auseinander zu dividieren mit seinem LGBTQ-Gesetz, weil er weiß, da sind die Rechtsradikalen und die Linken und die Liberalen zusammen. Ja? Und das ist der ideale Zankapfel, den ich in diese Szene reinschmeißen kann. Das ist, glaube ich, der eine taktische Aspekt dieser Geschichte. Und der zweite
ist, erweist, dass diese homophobe Stimmung vielleicht gar nicht mal so stark in Ungarn, aber in Osteuropa durchaus präsent ist und dass sie ein großes Mobilisierungspotenzial hat. Und sein Ziel ist es, Klassensprecher der europäischen Unterstufe zu werden. Er will ja nicht die Macht in Europa. Ja? In dem Moment, wo er eigene Vorstellungen durchsetzen müsste auf europäischer Ebene, wäre es ja vorbei mit ihm. Nein, er muss eigentlich eine starke, qualifizierte Minderheit, eine Sperrminorität anführen. Und das schafft er mit solchen Themen. Ja? Das ist, glaube ich, sehr, sehr taktisch. Wird er das schaffen? Eine kurze Antwort von beiden. Ich wüsste nicht, es hat noch keiner das Rezept dagegen gefunden, sagen wir mal. Ich würde mich freuen, wenn es jemand fände, aber bisher hat es, glaube ich, noch keiner. Weder Ursula von der Leyen, noch Angela Merkel, noch sonst jemand, noch Emmanuel Macron. Also eine schwierige Frage, aber ich bleibe optimistisch. Also ich denke, nein. Er will das nicht schaffen. Eine kurze Frage von unserem Zuschauer Matthias Joss. Also ihr hattet das eben schon, glaube ich, weitgehend beantwortet. Warum können LGBTIQs in diesen Ländern, also Osteuropa, nicht als Wirtschaftsfaktor, zum Beispiel Tourismus und darüber hinaus Drag, als moderne Kunstform akzeptiert werden? Und es ist halt sehr weit von dem entfernt, womit man sich gerne nach außen präsentieren möchte. Ja, gerade, es geht ja gerade um darum, sich selbst darzustellen. Und wir stellen uns selber dar als starke Männer, ja, die jetzt nicht sich unterwerfen, die nicht sich vom Westen bevormunden lassen oder flachlegen lassen, sondern wir zeigen es diesen Schwulen da. Ja? Und wenn man darauf eine Identität aufbaut, dann kann man nicht auf der anderen Seite mit irgendwie LGBT-Kunstformen oder mit Tourismuswerbung da punkten. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, ohnehin wirtschaftliche Interessen spielen da eine untergeordnete Rolle. Also wie man manchmal so in der Tourismusbranche offiziell in Russland oder in Belarus sagt, lieber gar keine Touristen als schwule Touristen. Sehr westlicher Gedanke. Das sind die im Westen, die immer ans Geld denken. Wir denken da nicht dran. Alexander hat das schöne Wort optimistisch gerade in der vorletzten Antwort ausgesprochen. Ich will es mal so formulieren und ich bitte euch um eine jeweils kurze Antwort. Das, was ihr an Osteuropa beschreibt, ist ja eine tatsächlich zugespitzte historische Situation, auch innerhalb eines EU-Rahmens. Das hat was mit Eisernem Vorhang und so weiter und so weiter zu tun. Aber diese strukturiert homophobe Grundgestimmtheit gab es eigentlich in allen west- und nordeuropäischen Gesellschaften mit so ein paar Jahrzehnten Unterschied eigentlich auch. Und plötzlich kippte das. Eigentlich, einer von euch beiden erwähnte vorhin, Norbert, du warst das, die Niederlande mit dem, ich glaube, neben den Niederlanden das zweite europäische Land mit der Ehe für alle, das heißt der vollständigen Integration von Homosexuellen in das Eheinstitut, war Spanien. Das katholische Spanien, was sehr vermutlich daran lag, dass die christlichen Argumente auch immer Argumente der rechtsextremen Franco-Diktatur waren. Das heißt, die Kirche ist anders als in Polen also nie ganz und gar hegemonial gewesen. Die Frage ist, ist das nicht auch für Osteuropa denkbar, dass plötzlich diese homophoben Kollektivimagination eigentlich in sich zusammenfallen wie ein habsburgisches Soufflé? Also ich bin da kein Spezialist, aber das habe ich mir wieder von dem Dannecker erklären lassen, den ich uns sehr empfehle. Ja, also sehr, sehr gescheit, was der Mann sagt und schreibt. Er sagt also, in unseren homophoben westlichen Gesellschaften, die ja viel eher jetzt so eine schwule Identität konstruiert haben, und zwar negativ,
Ja, also das war keine eigene Selbstidentität, sondern eine Fremdidentität. Da gab es so eine Art negative Aufklärung. Man hat sich immer gefragt, warum werden die eigentlich schwul? Woran liegt das? Ja, da ist man alle möglichen, ist man durchgegangen, irgendwie frühkindliche Entwicklungen und so weiter. Man hat aber nichts gefunden. Und als man dann nichts fand, da war der letzte Ausweg dann eben die Akzeptanz. Ja. Also man hat diese Identitäten konstruiert. Das ist eine ganz typische Martin-Danneker-Antwort. Ja, das ist aber eine schöne Antwort, oder? Ja, sie ist, sie schimmert ein paar Sekunden glanzvoll. Ja, ist ja auch nicht von mir. Aber ich finde es nach wie vor, bei mir schimmert sie eigentlich immer noch relativ glanzvoll, muss ich sagen. Ich kann das ja aus meiner eigenen, ich bin ja schon ziemlich alt, ich kann das ja aus meiner eigenen Geschichte nachvollziehen. Ne? Also Homosexualität ist eines der Themen, deren Behandlung sich in meiner Lebenszeit tatsächlich radikal geändert haben. Ja? Eines der wenigen Themen. Ne? Also viele Dummheiten aus meiner Kindheit sind nach wie vor in voller Blüte. Aber die nun eigentlich weniger. Ja? Und da war tatsächlich so. Ne? Man hat das gefragt, woran liegt das, woher kommt das, was ist da? Und plötzlich haben diese Leute dann angefangen, sich selbst als schwul zu bezeichnen, ja? Also ein Schimpfwort umzudrehen. Und es fehlten einem vollkommen die Argumente. Ja? So hat sich das vielleicht entwickelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entwicklung jetzt in Osteuropa nachvollzogen würde. Ich glaube, es wird eher so sein, dass man irgendwann aufhört, diesen Proxy-Homophobie zu brauchen. Man geht dann auf andere Ost-West-Themen. Ja. Alexander, was meinst du? Ja, das sehe ich genauso. Aber was mich noch optimistisch macht, also wenn ich tatsächlich so Umfragen angucke und soziologische Studien, wie sich die Stimmung ändert in den letzten Jahren, dann lese ich tatsächlich in Osteuropa und auch im postsowjetischen Raum, übrigens von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine positive Entwicklung beobachten, gerade bei jüngeren Menschen. Also die Akzeptanz wächst und die Unterschiede zwischen jungen Slowaken und jungen Italienern etwa bei der Wahrnehmung der Homosexualität sind inzwischen geringer geworden. Es gibt keine Riesenunterschiede. Also bei älteren Menschen, das ist schon anderes. Und das macht mich durchaus optimistisch. Und hinzu kommt eine weitere Sache, die im Westen eine positive Rolle gespielt hat. Die Aufarbeitung der Geschichte der Homophobie und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen gegen Homosexuelle. Das spielt gerade im deutschen Kontext eine zentrale Rolle, dass Homosexuelle eine Opfergruppe im Nationalsozialismus waren. Also wenn wir die Situation... Das spät kam. Ne? Spät kam, also, das kam deutlich spät. Nachdem Homosexualität akzeptiert wurde darüber über den Rosa Winkel gesprochen. Vorher überhaupt nicht. Genau. Und in Osteuropa ist dieses Thema bis heute weitestgehend tabu. Es gibt ganz wenig Studien zur Geschichte der Homosexualität. Gut, zur Geschichte der Homosexualität gibt es inzwischen, aber zur Geschichte der Homophobie. Aber irgendwann beginnt diese Bewegung. Und gerade die Tatsache, dass die Akzeptanz wächst, das macht mich optimistisch. Also ich glaube, dass wir momentan erleben mit Orban oder mit der PiS-Partei in Polen oder mit Lukaschenko und Putin in Russland und in Belarus, das ist eine rückständige Entwicklung, das ist vielleicht ein oder zwei oder drei Schritte zurück, aber es kommen bestimmt vier, fünf und noch mehr Schritte nach vorne. Ja, was bleibt mir übrig? Das ist ein besseres Schlusswort, gibt es nicht. Danke euch beiden. Das war, glaube ich, auch für unser Publikum sehr erhellend. Es sind auch viele Fäden noch unverflochten, das können wir noch mal vertiefen. Liebes Publikum, und ich will noch mal sagen, beide werden sich in einer der nächsten Ausgaben des Jahrbuchs Sexualität mit Texten wiederfinden, worauf wir stolz sein werden. Also wir danken erstmal euch beiden, Alexander Friedmann, Norbert Mappes-Niedig. Es war eine komische Idee, euch einzuladen, aber da war immer so ein Gefühl da, das kann nur klug werden, und so war es auch. Danke euch beiden, und dann... Nicht vergessen, Tatsalich ist für uns ganz wichtig. Mit Tatsalich
spenden Sie auf unsere freiwillige Bezahlplattform der Taz. Und ohne Taz-Zahlig werden wir als Taz-Talk auch ganz und gar undenkbar. Und dann gilt auch für uns die queere Hymne You Never Walk Alone des FC Liverpool. Wir haben diese Sendung heute zusammen gemacht, wieder mal mit unseren Kolleginnen Peter Rohrmann und Luisa Faust. Und jetzt zeigt ihr euch bitte auch noch mal. So geht's, Luisa. Luisa mit einer Kunstaktion. Nein, da ist sie. Dankeschön, adieu. Schönen Abend. Tschüss. Oh. Yes.